Do It Yourself, Looping the Holy Grail. Hey Leute und herzlich willkommen jetzt schon zum vierten Beitrag der Diabetes-Blogwoche und heute geht es darum, die DIY-Closed-Loop-Systeme mal so von diesem Podest runterzuholen, auf das sie immer so gehoben werden. Ist ja ein regelrechter Hype darum entstanden in den letzten Jahren. Ich persönlich habe noch nie selber ein selbstgebautes Closed-Loop-System benutzt, deswegen kann ich da aus meiner eigenen Erfahrung gar nicht so viel sagen. Jetzt nur mal so mein Eindruck quasi von außen. Wer nicht weiß, was ein Closed-Loop-System ist, das ist quasi die Kombination aus Sensor und Pumpe und dann noch einem dritten Gerät. Und das dritte Gerät steuert dann eben die Pumpe, also gibt mehr oder weniger Insulin ab aufgrund von den Sensordaten. Und ja, was ich bisher so gesehen und gehört habe, die Ergebnisse damit sprechen echt für sich, sind richtig gut. Und ja, man muss bei diesen Closed-Loop-Systemen aber immer halt im Hinterkopf behalten, dass die eben wirklich selbst gebaut sind. Da haben zwar Leute, die echt was im Kopf haben, das geschrieben und die kennen sich sehr gut mit der Materie aus, aber trotzdem ist es halt so, dass am Ende des Tages kein Hersteller oder irgendwer dann eine Garantie dafür übernimmt, falls das dann doch mal nicht funktioniert. Ich vertraue der Technik da eigentlich ziemlich gut und was man so hört, da habe ich eigentlich auch wirklich noch nichts großartig Negatives gehört, aber trotzdem, das ist halt so der Punkt, den man daran kritisieren könnte. Ansonsten finde ich diese Dinger echt mega und das wird auf jeden Fall die Zukunft und hoffentlich dann eben auch bald in Deutschland auf dem Markt, so dass man die eben nicht mehr selber bauen muss und dann gibt es da glaube ich echt nicht mehr so viel zu meckern dran. Und sind wir mit dem Video auch schon wieder am Ende angelangt. Morgen gibt es kein Video, nicht wundern, ich bin dann am Samstag wieder mit dem nächsten Beitrag am Start. Abonniert meinen YouTube-Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, ciao.